Wir sind heute im Museum Ludwig, neben diesem Mobile. Zunächst einmal ist das ganz störend und unangenehm, weil wir dem gar keinen Sinn abgewinnen können. Wir fragen uns, was ist das? Ähm, sind das Rippen? Sind das Schnurrhaare einer Katze? Sind das Organe? Ähm, haben Kinder das ausgeschnitten? Ist es ein zerbrochenes Herz da unten, was da hängt? und wollen irgendwie eine Bewegung da reinkriegen, weil es doch ganz, ganz langsam sich nur bewegt und wollen eine Ordnung da reinkriegen. Und ähm, die Ordnung, in die wir reingeraten durch das Werk, die ist, ähm, die stört uns sehr zunächst. Und ähm, es kann sein, dass wir aus dieser Bewegung nicht mehr rauskommen. Das heißt, das Ganze funktioniert dann nicht für uns. Und das ist sehr, sehr unangenehm. Da breitet sich ein Unwohlsein aus, das sich immer mehr steigert. Und es kann dazu führen, dass wir das Ganze für aussichtslos halten. Also hier ist irgendwas, das funktioniert nicht. Wenn wir über den Punkt hinausgehen, dass das nicht funktioniert und es hinnehmen, dass es eine Unordnung ist und etwas Unverständliches ist und etwas leichtes ist, was sich aber kaum bewegt, dann kommen wir in eine Ruhe, in eine Leichtigkeit und in ein gewisses Wohlsein äh, hinein, ähm, indem wir gewissermaßen das Paradox hinnehmen. Es ist unordentlich, aber es hat eine Balance. Es macht keinen Sinn, aber es hat eine Harmonie. So gehen wir entweder sehr beunruhigt hier heute weg oder doch in einer großen Ruhe. Das Ding ist durcheinander, aber es kann so bleiben. Diese Figur vermittelt mir ein Gefühl von Leichtigkeit und vollkommener Balance. Ihre Anordnung wirkt so präzise und harmonisch, dass sie mir den Wunsch weckt, sie zu berühren und ihren feinen Bewegungen aus nächster Nähe zu erleben. Schon in meiner Vorstellung sehe ich, wie sie sich sanft im Raum bewegt, getragen von unsichtbaren Kräften wie Luftströmen. Diese Bewegungen strahlen Ruhe und Harmonie aus und lassen meinen Geist zur Ruhe kommen. Es ist, als ob die Figur bereit wäre, sich mit Leichtigkeit in die Lüfte zu erheben. Die Flügel scheinen bereits ausgebreitet zu sein. In diesem Moment verspüre ich den Wunsch, selbst Teil dieser Bewegung zu sein und um mitzufliegen. Durcheinander gekreuzte Kleiderstangen an einem Seil mitten im Raum hängend. Zerbrechlich, eckig, kantig. Ich möchte sie gerade richten. Doch jedes Mal, wenn ich sie gerade richten würde, würden sie sich wieder verschieben und überkreuzen. Es ist frustrierend. Das stört mich. Ich möchte das Mobile anpusten und drehen lassen. Die schwarzen, flachen Ausschnitte unten am Mobile sehen aus wie ausgeschnittenes Collagenpapier. Ich komme in eine verspielte, kreative Stimmung. Wenn ich wieder nach oben schaue zu den Kleiderstangen, bin ich wieder genervt. Es nervt mich, dass die immer wieder durcheinander geraten. Es ist wie ein klappriges etwas, das sich nicht in Ordnung bringen lässt. Ich werde nervös, hasse es. Es erinnert mich an Verhalten von Menschen, die sich nicht verändern wollen. Egal, was man tut. Ich sehe Gegenpole. Zu Beginn ist das Werk direkt schön und anziehend. Ich sehe die Gegensätze schwer und leicht, schwarz und weiß, unten und oben rund und lang oder eckig, starr und bewegt zugleich. Es ist flach und doch raumgreifend. Irgendwie bildet sich dadurch eine Balance, eine Harmonie und ein Ausgleich dieser Gegensätze. Wir befinden uns also immer in einem Wechsel zwischen dem einen und dem anderen und finden darin die Mitte. Also eine Balance, die entsteht durch die Akzeptanz der Gegensätze, die zugleich existieren können, führt für mich zu Harmonie.